ABB Schweiz produziert hier hochwertige Batteriemodule mit einer sehr hohen Lebensdauer. Diese Batteriemodule werden eingesetzt für Züge, um den Dieselantrieb zu optimieren oder um den Dieselantrieb komplett zu ersetzen. Zudem werden diese Batteriemodule eingesetzt für elektrische Busse. Wir haben die Energiespeicherfabrik aus zwei Gründen hier in der Schweiz gebaut. Der erste Grund ist, dass wir ein Kompetenzzentrum haben in Thurgi für Antriebsstromrichter für Züge und für Busse. Der zweite Grund ist, dass wir in Dettwil ein Forschungszentrum haben, die seit 10 Jahren auf diesem Gebiet forschen. Diese Zellen hier werden lasergeschweißt. Laserschweißen war eine für uns neue Technologie, die wir so nicht kannten. Das Hightech-Zentrum Aargau war ein Boost für uns in dieser Technologie. Mit der Machbarkeitsstudie konnte das Hightech-Zentrum Aargau einen wesentlichen Beitrag für dieses strategisch wichtige Projekt bei ABB leisten. Die Einheiten der ABB funktionieren in sich selbst wie KMUs und die Mittel für Forschung und Entwicklung sind beschränkt. Mit der vertieften Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz ermöglichten wir den technologischen Durchbruch in dieser Sache für die ABB. Das Besondere und das Schöne an diesem Projekt ist, dass die Resultate direkt in eine Anwendung, in ein Produkt münden, wo man bei anderen Projekten teilweise noch lange warten muss, bis man diese Auswirkungen sieht. An diesem Beispiel kann man sehr schön sehen, wie Innovationsförderung im Kanton Aargau funktionieren kann. Die Zusammenarbeit mit dem Hightech-Zentrum Aargau habe ich persönlich als sehr unkompliziert, auch administrativ unkompliziert erlebt. Und man merkte, dass das Hightech-Zentrum Aargau uns da wirklich unterstützen will. Ja, vielen Dank. Sie haben es im Video gesehen. Die ABB produziert hier im Kanton Aargau Batteriesysteme. Die Anlage, wie man sie gesehen hat, wurde im Herbst letzten Jahres eröffnet. Und das Hightech-Zentrum und die Fachhochschule Nordwestschweiz haben uns auf dem Weg dahin unterstützt. Ganz kurz zur Geschichte. Seit 2002 ist ABB Traktion unabhängiger Lieferant im Bahnbereich. Der globale Hauptsitz ist in Thurgi von ABB Traktion selber. Wir entwickeln und produzieren Antriebssysteme für Schienenfahrzeuge. Darunter fallen Komponenten wie Transformatoren, hier zu sehen, Umrichter und Motoren. Ganz neu im Portfolio, hier rechts zu sehen, sind die Hochleistungsbatterien. Wenn ich hier von Batterien spreche, dann sind das Geräte von 300, 400 Kilogramm oder noch schwerer. Also die müssen halt genug Energie haben, um einen Zug antreiben zu können. Auf diese Batterien möchte ich nun genauer eingehen. Ja, ABB hat 2017 mit der Entwicklung von Batteriesystemen gestartet. Mittlerweile konnten wir schon verschiedene Kunden gewinnen, unter anderem Stadler, Hitachi, Schweizer Busbauer Hess, die unsere Batteriesysteme bereits einsetzen. Und es sind auch schon Projekte in ganz Europa am Laufen oder am Anlaufen auch. Das sind Projekte in Deutschland, Norwegen, England, in der Schweiz, sind auch eben schon Pilotprojekte am Laufen. Also die VBZ, die Verkehrsbetriebe in Zürich, haben einen Bus mit ABB-Batterien im Betrieb. Ja, von der globalen Sicht komme ich jetzt ein bisschen mehr ins Detail, auch ins technische Detail. Nicht zu fest, keine Angst. Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Batteriemodul, welches wir entwickelt haben. Das Modul ist die Hauptkomponente einer Batterie, wie sie auf dem Zug verbaut wird,
und das Modul kann in der Anzahl eigentlich beliebig skaliert werden, je nach Energiebedarf für die Anwendung. Das Modul besteht aus 48 Batteriezellen und diese einzelnen Zellen müssen elektrisch untereinander verbunden werden. Diese Verbindung passiert mit einem Zellverbinder aus Aluminium. Das sieht man da hier, also Batteriezelle und die und da der Zellverbinder. Der Zellverbinder wird mit einem Laserschweißprozess an die Pole der Batteriezelle angeschweißt. Genau. Laserschweißen war damals für ABB komplettes Neuland. Und es war extrem wichtig, dass wir einen Partner hatten oder finden konnten, der uns in die Welt des Laserschweißens begleitet hat. So sind wir an der Fachhochschule Nordwestschweiz gelandet und unter der Führung von Professor Holz konnten wir da ein sehr spannendes Projekt realisieren. Ja, was wurde da gemacht in diesem Projekt? Es ging darum, eine Versuchsanlage aufzubauen. Teil der Versuchsanlage war eine Laserquelle und auch eine Spannvorrichtung. Mit dieser Versuchsanlage konnten dann verschiedene Schweißungen gemacht werden. Das war eigentlich der Hauptteil des Projektes, die Parameterstudie. Es wurde untersucht, welche Einstellungen ergeben die besten Verbindungen. Und das tönt so einfach, aber das sind extrem viele Parameter, die zusammenspielen müssen. Und ich glaube, man muss kein Schweißexperte sein, um zu sehen, dass das mittlere Bild wahrscheinlich keine optimale Verbindung ist. Hier unten sieht es dann schon anständiger aus. Also das waren so die ersten Versuche und gegen Schluss sah es dann so aus. Genau, die Verbindungen wurden untersucht hinsichtlich mechanischer Festigkeit und aber auch hinsichtlich elektrischer Leitfähigkeit. Und das ganze Projekt wurde unterstützt durch das Hightech-Zentrum. Ja, zum Schluss kann ich sagen, dass das Projekt war ein kleines, aber sehr wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu der Produktionsanlage, wie sie hier nochmal zu sehen ist. Es wurden rund 20 neue Arbeitsplätze geschaffen in Baden. Aber fast noch wichtiger ist auch zu sagen, dass eben auch Arbeitsplätze in Turgi, wo auch die ganze Entwicklung gemacht wurde, eben langfristig gesichert werden können durch eine solche Investition, durch eine solche Innovation und durch solche Entwicklungen und auch die Gelegenheit, eben neue Märkte zu eröffnen. Ja, in der Zwischenzeit wurden schon weit über 1000 Module produziert. Hier ein paar Module im Zwischenlager. Es gibt auch einen Laserschweißroboter mittlerweile am Forschungszentrum in Dettwil, wo wir jetzt eigene Untersuchungen und Optimierungen durchführen können. Und die Entwicklung einer zweiten Generation Batteriemodulen ist mittlerweile fast abgeschlossen. Die werden dann ab Herbst produziert. Ja, die Fachhochschule und das Hightech-Zentrum haben uns beim Einstieg in die Welt des Laserschweißens begleitet und sehr gut dabei unterstützt. Vielen Dank. Danke vielmals für die Präsentation. Jetzt ist ja die ABB Schweiz AG Traction ist ja in einem grossen Firmenimperium, weltweit ABB-Konzern, mit einer eigenen Forschungsabteilung, unter anderem Stadtwil. Wieso braucht ihr denn noch ein Hightech-Zentrum? Das hättet ihr doch alles selber können entwickeln. Ja, der Grund war eben, dass eigentlich Laserschweiß ein komplettes Neugebiet war für uns. Und wir haben wirklich Partner gebraucht, die da auch uns können unterstützen konnten. Und die ersten Schritte, uns ein bisschen können die Tür in die Welt können eröffnen und die Zusammenarbeit da mit der Fachhochschule uns können ermöglichen oder unterstützen. Und jetzt könnt ihr das Know-how, das ihr jetzt neu erworben habt, innerhalb des ABB-Konzerns an andere Gesellschaften kosten, gewinnbringend weitervermitteln? Das ist nicht das Ziel. Also unser Ziel ist, das Produkt zu entwickeln und das sind wir auch relativ erfolgreich gewesen. Und natürlich, das ist unsere Kernkompetenz, dass wir
Produkte entwickeln und im Bereich Schienenfahrzeugbereich und Busbereich die jetzt können verkaufen. Und sind ihr finanziell unterstützt worden vom ABB-Konzern? Ich frage das darum, wenn man immer in der politischen Diskussion ums Hightech-Zentrum sagt, das ist vor allem für KMU-Betriebe, die selber die Forschungsaufwendungen nicht können tragen können. Aber so Weltkonzerne, die sollen das selber machen. Und jetzt sehen wir, dass das gar nicht der Fall ist. Also, neben der finanziellen Unterstützung, oder es sind zwei Sachen, neben der finanziellen Unterstützung vom Hightech-Zentrum hat natürlich die ABB selber auch viel investiert in diese Projekte. Und der andere Aspekt ist auch, dass so Unterstützungen ja eigentlich immer gewinnbringend sind, nicht nur für die ABB, sondern auch für die Gegenseite ein Stück weit, in dem Fall für die Fachhochschule. Wir ermöglichen da auch Projekte, die man vielleicht andererseits nicht finanzieren würde oder wo die Mittel, die ja auch limitiert sind, auch bei einer ABB, vielleicht eher würde, ja, begrenzen oder auch kürzer würde machen. Und zudem ist auch zu sagen, dass die ABB, wo zwar ein grosser Konzern ist, aber die einzelnen Bereiche sind weitgehend so ähnlich, wie kann man vergleichen mit KMU. Ja. Also können wir davon ausgehen, dass im ABB-Konzern das Laserschweißen nur in Thurgi gemacht wird? Also in dem ABB-Traktion, in dem Bereich, ist das ja tatsächlich so. Und es ist so, dass die Anlage auch jetzt immer noch weiter ausbaufähig ist und nach einer Anfangsphase auch weiter raufgefahren wird und dass man dann die Kapazitäten an diesem Standort in Baden kann bedienen kann. Und was ist das Ziel? Wir haben gewisse Kunden haben wir gesehen. Jetzt, welche neuen Kunden wollen wir noch gewinnen? Also ich habe da gesehen, in Zürich fährt so ein Bus, aber im Aargau glaube ich noch nicht. Ja, also es sind Projekte, also eben, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit Hess, was ja Schweizer Busbauer ist. Es wird Projekte in Lausanne, also Zürich ist schon. Andere Schweizer Städte sind in Planung oder in der Pipeline. Ja. Also, der Herr Riesenschmidt ist auch da der Experte. Wie hat er jetzt seine Zusammenarbeit erlebt? Also, um den Faden noch einmal aufzugreifen, wir haben auch länger diskutiert am Anfang und gesagt, ja, das ist eigentlich die ABB und braucht jetzt die wirklich die Unterstützung von so einer Machbarkeitsstudie? Und wo das Argument zum Tragen kam, ist gesagt, ja, wir können einfach mehr machen in dieser Technologie, wenn wir mit der Machbarkeitsstudie die Arbeit an der FHNW noch ein bisschen ausbreiten und ausprägen, dann haben wir uns dann überzeugen und sagen, jawohl, wir schaffen hier einen effektiven Mehrwert innerhalb von dieser Organisationseinheit, von dieser grossen ABB, wo der Erfolg dann nachher auch breiter kann garantieren kann. Und das Beispiel gibt uns jetzt zum Glück auch recht, dass da etwas schön Konkretes rausgekommen ist und jetzt in Baden die Elektromodule produziert werden. Für uns war das an sich ein ähnlicher Prozess wie mit anderen KMU auch. Das heisst, Projekt aufgleisen, den Sparringpartner suchen, das auch wieder Challenge zwischendrin. Schauen, dass die FHNW oder die Fachhochschule auch im Ziel von der ABB arbeitet und dort die Resultate liefert, die ABB gefragt hat. Und für das sind wir dort mit an Bord. Danke vielmals. Ich habe noch zwei Fragen. Zuerst, Herr Wittmer, wenn Sie jetzt einen Ratschlag oder einen Wunsch äußern als Hightech-Zentrum, wo könnten Sie sich noch verbessern? Einfach aus Ihrer Erfahrung jetzt. Also meine Erfahrung, die ich in diesem Rahmen gewonnen habe, ist wirklich, dass es von zentraler Wichtigkeit ist, dass man sich wirklich früh an Experten oder an Fachstellen oder wie soll ich sagen, an die Möglichkeiten, die es speziell auch im Kanton Aargau gibt, dass man sich an die wendet, gerade an der Fachhochschule, und dass man die Zusammenarbeit wirklich pflegt. Und es ist wirklich für beide Seiten ein Riesengewinn. Nicht nur für die ABB, die da einfach quasi Know-how abzieht, sondern es ist auch immer auch ein bisschen ein Gehen und ein Nehmen. Und das ist meine grösste in diesem Rahmen, was ich da eigentlich positive Erfahrung kann sagen kann. Ja. Rechtzeitig Kontakt aufnehmen. Genau. Jetzt sind wir in dieser schwierigen Corona-Zeit. Hat das Hightech-Zentrum da auch etwas mitbekommen? Oder haben die auch normal weitergeschafft? Hat ja jeder einen PC daheim und einen Laptop und braucht auch keine Einschränkungen. Wie ist das gegangen? Also diese Massnahmen haben wir natürlich auch müssen oder dürfen über uns schauen gehen. Also Homeoffice ist ein Thema geworden. Wir haben uns entsprechend räumlich getrennt.
Tagesgeschäft, das man sonst erledigt, das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Durch das, dass wir die Aufgaben bekommen haben vom Kanton Aargau, die Hilfspakete, die hier geschnürt worden sind, unter die Unternehmen können zu bringen. Und das hat uns im letzten halben Jahr stark gefordert, dass wir die Prozesse können aufgleisen können und dass das eine saubere Verteilung hat von den Hilfspaketen. Und das ist ein positives Resultat von den Hilfspaketen aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke, wir haben hier eine wesentliche Hilfestellung können, an viele KMU können geben. Zum einen, dass wir die ganzen Sachen können wahrnehmen und das überhaupt können abhandeln. Das war unsere Hauptaufgabe. Gewesen. Und der Effekt für uns persönlich, wir haben mit einer ganz anderen Klientel zu tun bekommen in diesem halben Jahr. Vorne haben wir viel mit Technologiefirmen wie ABB oder Stobag zu tun gehabt, mit wissenschaftlichen Themen. Und plötzlich beschäftigen wir sich mit Wirten, Restaurationsbetrieben, Kebabständen und Therapiezentren. Und das war allemal eine ganz spannende Warte für uns Experten, einmal ein bisschen einen anderen Sektor von der Aargauer Wirtschaft kennenzulernen.